ga erop. Wann war das? 2000? Dann war doch schon gleich der Crash. Was? Langsam? Ja eben, 2012 ist die Macht aufgetaucht. Wer? Eine außerirdische Macht. Und nach 3 Jahren ist er der Mitglied der Intergalaktischen Union geworden. Und nachher war eben der Intergalaktische Krieg. 3 Tage lang. Und nachher hat es wirklich kein Leben mehr gehabt. Im ganzen Universum. Die haben so gekriegt, das ist alles zerstört worden. Aber warum ist denn jetzt alles noch da? Eben wegen der Macht. Die lebt in der 7. Dimension. Die ist vom Krieg nicht berührt worden. Die Macht hat alle anderen geklont. Aber zuerst hat sie es mutiert, damit es keinen Krieg mehr gibt. Und eben darum kann man sich nicht mehr an die alte Zeit erinnern. Aber so anders sind die auch wieder nicht. Du, das täuscht. Die haben Energiespeicher. Sie sind nicht zeugungsfähig, haben strahlenfeste Haut. Sie haben keine Emotionen, nichts. Und sie können materialisieren. Was? Materialisieren? Ja. Wenn sie etwas wollen, entstehen lassen, entsteht es. Wenn sie etwas nicht mehr wollen, löst es sich auf. Ja, das können sie auch mit ihrer Gestalt machen. Wie meinst du das? Alter, Geschlecht, Rasse. Alles können sie frei wählen und wechseln. Aber das ist ziemlich anstrengend. Das machst du eher in einem IGRF. Was hat denn die wieder damit zu tun? Ja, das Alter ist easy, das andere ist selber. Für grössere Sachen sind eben die Identitäts-Gen-Rekonfigurationsfabrik, so heisst das. Für das ist es einfach bequemer. Dann sind ja die Wesen unsterblich. Ja, die kannst schon killen. Aber weil die Macht ihre DNS-Code gespeichert hat, dann stehen sie gerade wieder. Wieso gehen sie dann noch arbeiten? Ja, das ist nur ein Zeitvertreib. Was ist denn jetzt mit den Planeten? Ja, was noch zu reden war, hat die Macht konserviert. Dort hat Schutzschilder drüber. Dort wohnen die Neos. Wer? Neos. So nennt man die Klonten. Und in dieser kleinen Schutzglocke hat es Freizeiterlebnisparks. Da ist zum Beispiel Terra, das Ziegelabenteuerressort. Die Macht, die regiert. Es gibt einfach 3 Gesetze. Alle Neos sind gleichwertig. Es ist strengstens verboten, ein neues Leben zu erzeugen. Und es ist verboten, mehr als 3 Klone gleichzeitig zu leben. Thank you.
Das kann ja als Wein nicht sein. Hey, mach mich hässig! Ich will mal Grüezi sagen. Was ist das? Jetzt verstehe ich. Hey, jetzt verstehe ich. Nein, der kann ja nicht. Das ist gar nicht so. Das lädt, ja. So, kommt mit mir in den Anfang. Komm, geladen ist in deiner Zelle. Hier war eine Zelle. Und dein Tank. Was? Ein Energietank. Hier kannst du dich nächtens aufladen. Ja, nein. Warum bequem? Keine Ahnung. Ich schlafe lieber im Zimmer, wenn du nicht mehr ruhig. Wie du meinst. Energie auftanken, so wie sie es früher noch gemacht haben. Mit Spülwasser? Nein, so blöd, Wisst ihr, was ins Getriebe gekrochen? Hä? Du wirst betrübt. Die Spinnen völlig da drin. Sie haben vorhin einen umgebracht. Und als ich wegrennen wollte, bin ich in eine unsichtbare Mauer hineingelaufen. Das Schutzschild. Der was? Schau. Ja, und für was braucht es denn? Ich weiß nicht, wie das früher war. Aber heute gibt es da draußen kein Leben. Ja was, aber was ist denn das, was ich da sehe? Geht ihr da weiter? Holoprojektion. Was? In Tat und Wahrheit sind da draußen nur Steine. Was ist mit der Stadt, mit dem Haus, wo ich gewohnt habe? Terra wurde zerstört. Was? Komm mit zu mir, ich erkläre dir alles. Und du erzählst mir, wie das früher war. Was ist denn so gebracht? Kannst du nur sehen? Na und? Was ist schon dabei? Jetzt fang du nicht an damit.
hat sich doch wieder erhoben. Ja. Schau, ihre DNA ist im zentralen Rechner. Solange es dort ist, kann nichts sie auslöschen. Was heißt denn du mich jetzt für Jumre? Nein, du nicht. Du bist nicht gespeichert. Komm, ich erklär's dir. Ach, komm, du nicht. Das kann natürlich sein. Du würdest sagen, es ist verboten, Kinder überzukommen. Aber was ist denn mit der Kata? Ich meine, die ist hochspannend. Ich denke, sie gehört der Sekte der Wiedergebärenden an. Was ist denn das? Die glauben, zu ihrem Heil müssen sie sich sterben lassen und wiedergebären. Zwei Neos vereinbaren mit den anderen Austritt. Was denn, du wüsstest jetzt von Anfang an, wes Kind sie wird? Das Kind. Und das können nur die? Nein, auch ich könnte das. Nur, es ist unangenehm, anstrengend, zermürbend. Dazu kommt, er möchte schon ein Kind sein. Klein, schwach, hilflos. Die sind so hart. Da sind wir. Schön ist das. Na, ist das erschöpft? Ja, Hunger und Durst. Probier es mal damit. Was denn? Was ist das? So ist es denn wahr? Du bist zur Gänze organisch. Ja, sicher. Sieht ganz so aus, als müsste ich dich mutieren. Was? Damit du dir die Dinge materialisieren kannst, die du brauchst. Wie soll ich das machen? Wünsch dir was? Ich wünsch mir ein Bier. Wow! Meine Jacke. Ja. Du verwirrst mich. Und? Wie gefällt's dir? Ich bin sprachlos. Echtes Altertum. Im ganzen Universum ist mir nichts Vergleichbares untergekommen. Nicht einmal die Vulkanier können da mithalten. Sag, weshalb versuchst du nicht, den Ziegel authentisch zu führen? Den Ziegel? Ich habe ja gar keinen Köch oder Lieferanten. Alles, was du brauchst, kannst du dir materialisieren. Ja, schon, aber das interessiert dich niemand. Du musst sie überzeugen. Ich helfe dir dabei. Was es ihnen macht, ist ein totaler Scheissdreck und sackbrutal. Hey, aber weißt du, wie brutal und primitiv sind die Barbaren gewesen? Ja, so ein Sack, die sind viel kultivierter gewesen als ihr. Hey, Moment! Wir haben ihre Bücher gefunden und dort drin hat es Bilder von Novizen, die auf ihren hohen Geist werden. Ja, zeig mal. Ja, so ein Sack, das sind doch Kochbücher, kannst du nicht lesen? Da steht's, Kochbücher. Du, jetzt wirst du aber langsam frech. Wir haben das alles also, genau wie dem auch sei, ich beantrage es mit Ziegen. So viel, wie wir früher geführt haben. Ich bin dagegen. Alle Ressorts machen so wie mir. Hey, stopp, stopp. Das ist auch spannend, was du erzählst. Aber ich kann es mir einfach überhaupt nicht vorstellen. Moment mal. Voilà. Das nennt sich Bier und das trinke ich mir so. Probier mal. Scharf, alle, du machst mich nicht mehr an. Alle, ich mach dich überhaupt nicht mehr.
Alle, du hast mich enttäuscht. Lieber eine Flasche Bier als Freund, als eine Flasche als Freund. Es war fantastisch, einfach hinreißend. Nur eure Fassade, wenn ihr alle aussehen würdet wie Menschen, es wäre perfekt. Oh ja, wie könnten wir das machen? Wenn ihr alle anfasst und versucht, euch so zu materialisieren, das ist es klar. Probier's kaum. Nein, es geht nicht so. Komm, spiel. Alpha! Was redest du mit mir? Alpha, kannst du mich nehmen? Das ist noch schön. Alpha. Ja, so heisst du. Ah ja, so würde ich heißen. Finde ich gut. Kannst du nicht mehr erinnern, wir sind zusammen auf dem Konzert mit der Strombühne. Von was redest du? Du kannst mich nicht mehr. Nein. Sie erinnert sich nicht mehr an mich. Ich muss gehen. Ach, nimm es ihr nicht übel. Sie kann sich nicht erinnern. Die Macht duldet keine Erinnerungen. Ah, du verstehst es nicht. Zuerst müssen wir damit abfinden, dass alle Leute, die ich kenne und gerne kann, tot sind. Und jetzt sind sie trotzdem da, aber sie erinnert sich an nichts. Ach, du stehst unter Schock. Sie sind doch noch dieselben. Abgesehen von den Erinnerungen. Wir sind so viel zusammen Konzert und ein gutes Zeugs erlebt. Und es ist alles vorbei. Aber ihr könnt euch doch aufs Neue anfreunden. Neue Dinge teilen. Was sollen wir denn teilen? Die Energiesäulen oder was? Das wird dieses Heimweh sein, wie du das bezeichnest. Du hast doch gesagt, dass solche Gefühle vorbeigehen. Glaube ich. Und wie geht's dir? Ach, in der Raubi. Unter uns. Es ist perfekt. Danke, ja, es wird immer besser. Ja, seit du da bist, haben wir auch viel mehr Leute. Früher haben wir nie Leute gehabt. Danke. Ja, heute kommt das Galaxy TV und macht ein kleines Interview. Das Galaxy TV? Ehrlich? Mhm. Ey, so gut. Ja, nein, ist eins. So, ich glaube, es wird langsam die Tür aufmachen. Ja. Wo behauptet er sich ein echter Mensch aus dem Prenzlauischen? Herr Togo, was bezwecken Sie mit Ihrem absurden Tönni? Ja, also, bezwecken Sie nicht meine Kleider. Und können Sie uns bitte erklären, was das ganze Theater da soll? Ja, also Theater, wir versuchen oft einen Gastbetrieb zu führen, wie er früher geführt worden ist. Guck mal aufgeschlossen. Ja. Na, Mats? Wollen wir uns die Galaxy News ansehen? Der Mensch aus der Prenzlauischen. Herr Togo, was bezwecken Sie mit Ihrem absurden Das ist doch... Ja, was ist doch der Mensch? Zweck, so viel frei. Also, ich rede jetzt nicht von dem, was Sie tragen, sondern ich rede von dem Kopf. Ja, also, ich sehe so aus.
Dann können Sie uns bitte erklären, was das ganze Theater meine Macht. Was ist das Ende? Das Theater, wir versuchen einfach zu lösen. Komm mal! Gastbetrieb, Sie scheinen die Fremdwörter zu lieben. Von Sinnen. Ihr wisst ja nicht, was ihr hier anrichtet. Versteh doch. Alle werden sie dich haben wollen. Man wird dich fortschaffen. Was? Du willst dich also der Wissenschaft opfern. Vom Geheimdienst. Verschleppt, verhört, gequält werden. Aber komm, sind schon der Betriebschen. Komm mit. Ich bring dich in Sicherheit. Komm, die Lage ist ernst. Ja, gang du schon mal voraus. Oder nimm doch noch ein Bier. Na, so. Idiot, jetzt schweig und komm! Ich glaube, die ist eifersüchtig. Eifersüchtig? Was ist das? Das ist kompliziert zu erklären. Hey, ich war noch nie bei dir daheim. Willst du mir kommen? Ja. Komm, gell? Oh, so schön. Gefällt's dir? Ja, so herzig. Du, was ist denn das? Das gibt auch die und Film mit meiner Band benutzt haben. Wie geht das? Du schaffst das hebst du so. Und ich glaube, wir fangen mit einem anderen Moment. Was ist denn da los? Ich habe es besser für den Anfang. Ah, super. Moment, ich habe etwas Besseres. So geht das. Oh, wow. Super. Die stellt dir gut. Sie ist denn schön? Das ist wirklich schön. Ich war zu gutgläubig. Du hast recht. Eine Sonnenblume. So schön. Sonnenblumen? Mit Sonne? Ja. So schön. Das zeigt mir ganz, wenn ich mich danke. Ich kann nicht wissen, dass man... Ich muss in den Spiegel schauen. Ich weiß um die Gefahren, aber es muss sein. Sogar die Amazonen, das roheste Gesindel des Universums, wissen Bescheid. Ob die Alania darum wissen? Verzeih mir, Meiz, doch ich muss nachsehen. Schau, die Lügenbrut mäntelt sich in Anstand, als wäre es Rechtschaffenheit, die sie leitet, und nicht die rohe Pranke der Machtgier. Können wir mal schauen. Wir haben hier etwas aufgezeichnet, auf dem intergalaktischen Fernsehen. Schaut das mal an. Echt, die Kultur von früher, die wir versuchen. Wir haben es jetzt gesehen. Leben wir uns. Es könnte also gute Enten sein. So. Wenn es ein Enten ist und wir gehen dort an, weißt du, blamieren wir uns. Aber wenn wir nicht gehen, das ist wahr. Das wäre übel. Das wäre ein ziemlicher Verlust. Ich brauche die Informationen unbedingt. Los, machen wir uns ein bisschen schön. Wir gehen in die Ferien.
Koste es, was es wolle. Er darf nicht in ihre Fänge geraten. Sie würden ihn ausnehmen, zu Tode ergründen und mit ihm das Geheimnis unserer Herkunft. Wo ist er? Es geht euch sowieso nicht an, wie viele von ihm. Los, durchsucht die Hütte! Wenn ihr ihn versteckt, kommt ihr mit dem intergalaktischen Gesetz in Konflikt. Sind euch das bewusst? So, Mamelda, wir haben alles abgecheckt. Er ist spurlos verschwunden. Im Universum gibt es kein spurloses Verschwinden. Du verstehst es nicht. Wir haben alles probiert. Unsere Möglichkeiten sind zurzeit jetzt einfach verschöpft. Wird euch halt etwas Neues eingefallen? Ich habe ihn gefunden. Hey, kommt alle hier hin. Wir fliegen zurück auf die Terra. Ach, Meiz, was sind diese Amazonen barbarisch? Eingesperrt haben sie ihn in ihrem Zoo. Primitiver Schaulust ausgesetzt wie ein fremdes Tier. Da, schau! Abgesandte des Ziegels kommen ihn retten. Los, aufstellen! So, mich melden, der Pogo ist unauffindbar im Zoo. Und das sind die gefangenen Amazonen. Der Pogo versteckt. We don't have him. He must be with the Ziegelleute. Aber wir wissen, was mit euch passiert, wenn ihr nicht die Wahrheit sagt. Bringt sie zurück, ihren Zoo. Verstanden. Los, zurück. Yoshi. Hautnah dabei. Wir schalten jetzt live auf die Pressekonferenz im Amazonas zu. Hey, kommt, ich habe ihn gefunden! Hey, kommt! Pogo! 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 Wo ist der Pogo? Pogo! Pogo! Oh, oh, oh. Stop them! Hey. Oh, stop that vessel! No, get out of our zoo. Leave now or we start to shoot. Start back now. Now, go. I don't care. Leave! Leave! Also waren sie es gar nicht. Meine Macht, mir schwand Übles. Du aber sag mal, haben Rufus auf den Augen. Das ist doch Kater.
mit ihren Sekten. Die war die letzte Zeit die ganze Zeit im Dream her. Die hat ihn geführt. Ja, meinst du? Ja, hey, den müssen wir holen. Habt ihr auch so einen Druck? Ja, mir so. Wenn du es sagst, mir ist es schlecht. Also, sie ist nicht mehr weit, wir sind gerade dort. Hey, wir werden verfolgt. Wer ist es? Warte, ich muss es auch nicht suchen. Oh nein, da lange wieder. Die Scheissbullen. Scheisse. Oh. Hey, aber wir führen sie direkt dahin, wenn wir jetzt weiter fliegen. Ja, ich glaube, ich drehe ihn ab. Nein, es ist so auffällig. Wo macht das? Dann meine ich, wir heben den ja. Traumhaft. Hey, gib Gas. Abdrehen. Okay, macht euch parat. Hey, jetzt dreht es nach rechts ab. Was? Dann haben sie ihn also doch dabei. Das Amazonas-Schiff ist hinter uns. Oh nein, die nerven. Schiessen sie ab. Ja, für frei. Ein bisschen mehr nach rechts, ein bisschen nach links. Beschleunigen! Mach einen Gang schneller. Nein, jetzt langt es mir. Aktivieren Sie das Kraftfeld. Aktivieren. Was ist mit dem Pogo? Sollen wir ihn zerquetschen? Ja, dann musst du halt die richtige Dosis nehmen. Ja, dann liegt es wieder an mir, ist gut. Soma, ich melde. Die fünf Gefangenen auf dem Ziegel. Wir schauen jetzt langsam mit euch. Wo haben wir ihn versteckt? Wir haben ihn nicht versteckt. Wir wissen auch nicht, wo er ist. Darum rasen wir wie vom Maff gestochen durch die halbe Galaxis. Ja, logisch, wenn ihr so aggressiv kommt. Nur nicht zu frech. Ich glaube euch nicht. Wir suchen das Boot. Gut. Soll ich mich melden? Kein Bogen vom ganzen Schiff. Bringen die zurück auf ihr Schiff. Verstanden. Ich glaube denen nicht. Sie wissen sicher mehr. Ich finde auch, wir müssen denen auf der Ferse bleiben. Gut, dann die Tarnvorrichtung aktivieren und los geht's. Was? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ja, ich habe dich jetzt fixiert. Was soll das Ganze? Du bist unser Messias. Wir haben Jahrhunderte auf dich gewartet. Ihr habt gesagt, ihr bringt mich in den Ziegel. Wir haben nie gesagt, wir bringen dich in den Ziegel. Wir haben gesagt, wir bringen dich weg. An einen sicheren Ort. Und da kann dir nichts passieren. Lass uns tanzen und feiern für unseren Messias. Oh ja. Ich hab's geahnt, dass es so weit kommen musste. Meins, wir müssen eingreifen. Ja, ich weiß, es ist gefährlich. Ich bedauere ihn. Dieser Mensch ist so unwissend, so naiv. Wir müssen ihm helfen. Komm.
so froh, dass du wieder da bist. Ich weiß. Doch ich muss dich verlassen. Was? Nein, bleib doch da. Es ist zu gefährlich. Schau, auch ich bin mutiert. Mit ihren Palgerer können sie mich mühelos finden. Du jedoch, ist doch gar nicht. Ich kann sie nicht orten. Ja, aber das macht doch nichts. Bedenk, was alles passiert ist. Es kommt noch viel schlimmer. Du musst fliehen. Trau keinem. Es sind alle gleichgeschaltet. Verhalte dich möglichst organisch. Kein Vertrauen in die Technik. So könntest du es schaffen. Miss Vela könnte nehmen, oder ist das schutztechnisch? Das wäre das Äußerste. Aber nein, komm. Bleib doch da, bitte. Es geht nicht. Sobald sich die Wogen geglättet haben, komme ich dich holen und bringe dich in Sicherheit. Vertrau mir. Ich muss jetzt los. Das macht doch nichts! Aber es ist in der Klo! Wenn der Kommandant vom Raumschiff Alanis, vom Volk von den Alaner,
Habe dann Neo dabei zum Reanimieren. Habe den Auftrag von der Macht persönlich bekommen. Habe sogar die richtigen Spezialisten dabei. Moment, den Burschen kenne ich. Er lässt sich mit sich reden. Na, mein Freund. So, meine Spezialisten, jetzt könnt ihr zeigen, was ihr könnt. Das kennen. 10 ml TLC. Das kann doch nicht funktionieren. Das hat doch keinen Biorhythmus. Doch, doch. 10 ml TLC. Dann lass doch mir zu, wenn es hier innen keinen Biorhythmus mehr hat. Dann kann das Verfahren gar nicht funktionieren. Ja, aber wir müssen etwas machen. Müssen wir ihn halt klonen? Nein, nicht klonen. Sicher nicht klonen, nein, nein. Klonen oder gar nicht. Aber das Problem ist, wenn wir ihn klonen, dann mutiert er auch. Da gibt es nur eins, das Tierprogramm. Oh ja, das Tierprogramm. Oh. Nein. Das ist die einzige Möglichkeit, ihn ohne Mutation zu klonen. Genau. Sieht man es ja. Das ist die Prozession mit den heiligen Gefäßen. Aber du hast gesagt, das sei für etwas ganz anderes. Ich? Ja. Ich weiß nicht, was du meinst. Nein, aber wenn man jetzt zum Beispiel hier rein schaut, dann sieht man es zum Beispiel hier. Noch weit sind wir auf den Heiligen Geist wartet. Jetzt habe ich gemeint, ihr hättet das ganz anders gemacht. Ich weiß nicht, was du redest, aber man sieht es ja. Und
dem Hohepriester kurz vor der Opferung. Ja, so gut, du hast schon recht. Okay, wir machen es so. Aber siehst du, ich habe dir gesagt, dass alle so oder so machen. Die macht es auch richtig. Komm, wir sollten das auch so machen. Tun wir es vorbereiten. Ja. Hm? Der Film wäre noch nicht fertig. Aber für die Einstellung hat der Kameramann müssen unter das Messer liegen. Und leider haben wir zu spät gemerkt, oder erst dann gemerkt, dass er gar kein Klon war. Wir haben ihn natürlich schon geklont, nachher, aber er mag sich jetzt an nichts mehr von früher erinnern.